Guten Morgen. Man liebt jemanden und es ist die wahre Liebe. Man kann ihn gar nicht oft genug sehen. Wunderschön. Die Liebe. Was Liebe ist und vor allem was Liebe nicht ist, dazu habe ich euch mal ein Video gemacht, zumindest aus meiner Sicht. Und da spielt es auch mit rein, mit diesem Sehen wollen, ganz häufig sehen wollen und ja. Auch die Fokussierung auf diese eine Person. Wenn ich jemanden liebe, bedingungslos liebe und ihn dann unbedingt sehen will, dann ist das eine Bedürfnisbefriedigung. Das ist ein Bedürfnis, dass ich diesen Menschen sehen möchte. Ich habe das Bedürfnis. Das Ego hat das Bedürfnis, ihn zu sehen, weil ich ihn liebe. Das ist die Rechtfertigung. Ich liebe ihn, also habe ich das Recht und das Bedürfnis, ihn sehen zu wollen. Mal abgesehen davon, ob da Liebe im Spiel ist oder nicht, ist dieses Bedürfnis, jemanden sehen zu wollen, definitiv keine Liebe, sondern das ist ein Bedürfnis. Denn wenn man anfängt, Bedürfnisse zu befriedigen, entstehen neue Bedürfnisse. Die möchte man wieder befriedigen. Dann ist man im Kreislauf der Bedürfnisbefriedigung. Unabhängig davon, ob dieser Mensch wahrhaftig geliebt wird oder ob er nicht geliebt wird, sondern ob er einfach ja, besessen werden möchte, ist die Bedürfnisbefriedigung, also dass man ihn sehen möchte, definitiv eine Sache des Egos und definitiv zu vermeiden. Zumindest aus meiner Erfahrung, weil Bedürfnisse, ich wiederhole mich da gerne, führen immer zu weiteren Bedürfnissen, wenn man sie befriedigt hat. Und das ist ein Kreislauf, der nie endet. Wir gehen davon aus, dass man denjenigen wirklich liebt. Dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn, oder es ist nicht nur vollkommen in Ordnung, sondern es ist anzustreben. Es ist anzustreben, dass man nicht zwanghaft forciert, diesen Menschen immer sehen zu wollen, mit ihm Zeit verbringen zu wollen. Viele sagen, das ist doch natürlich. Nee, das ist nicht natürlich im Sinne von dem, wie es sein sollte, wie es von der Natur konzipiert ist. Es ist natürlich, für unser Ego. Und das Ego, aus meiner Sicht wieder, muss das immer dazu sagen, eine Sache, die krankhaft ist. Eine Sache, die uns krank macht. Eine Sache, die auch nicht so konzipiert ist. Und ich denke auch, dass unsere artfremde Ernährung, um unsere Spezies am Leben zu halten, die Fleisch, also die tierische Ernährung, da sicherlich ein gutes Stück dazu beigetragen hat. Denn das Fleisch, die tierische Ernährung, hat dazu geführt, dass sich unser Gehirn überproportional entwickelt hat. Und ich denke, unser Ego hat sich damit auch überproportional entwickelt. Und da haben wir auch viele Probleme heutzutage, gerade im psychologischen Bereich, die damit einhergehen. Das bedeutet, dass man jemanden lieben kann und dass man sich freut, wenn man diesen sieht, wenn man mit ihm Zeit verbringen kann. Aber das dann dabei auch belässt. Und da geht natürlich auch einher, dass man nicht nur eine Person lieben kann, sondern dass man auch mehrere Personen lieben kann. Es gibt so viele wunderbare Menschen auf dieser Welt, so viele Menschen, die man tief und innig lieben kann. Nicht nur universell lieben kann, sondern auch auf einer körperlichen Ebene lieben kann. Damit meine ich nicht unbedingt Sexualität, sondern auch die Aura, die einer hat, dass man sich gerne umarmt, und das meine ich auch mit Körperlichkeit. Ihr werdet selber wahrscheinlich, wenn ihr nicht als Teenager eine Frau oder einen Freund habt, den ihr noch immer habt, festgestellt haben, dass ihr euch verliebt, dass ihr wieder eine neue Person kennenlernt, dass ihr euch wieder verliebt. Das heißt, jeder von uns oder die meisten von uns haben mindestens zwei Menschen schon geliebt. Und wenn man zwei Menschen liebt, dann kann man natürlich auch drei oder vier Menschen lieben im Laufe seines Lebens. Für die meisten gilt es nacheinander, aber davon abgesehen, das heißt, dieses Potenzial, dass wir verschiedene Menschen lieben können, ist definitiv existent. So, und warum das hintereinander machen? Warum nicht parallel? Und dann eben die Möglichkeit haben, dass man den Menschen den Freiraum lässt, die Menschen, was die Menschen auch
brauchen, was auch echte Liebe ausmacht. Dass man eben nicht sagt, du musst jetzt so und so sein, weil ich gerade so und so bin. Ja? Ich arbeite jetzt dort und deswegen musst du jetzt mitziehen. Hm? Oder ich habe jetzt gerade den Furz im Kopf und ja, möchte, dass du da mitziehst oder möchte, dass du wenigstens eine Meinung dazu hast und rede doch mal mit mir. Ich möchte dich sehen. Ja? Und deswegen halte ich es für sinnvoll, dass man sich nicht darauf versteift, dass man den Menschen, den man liebt, einen der Menschen, die man liebt, oder den Menschen, den man liebt, unbedingt sehen möchte und unbedingt Zeit mit ihm verbringen möchte. Sondern dass man dankbar ist, wenn man das kann, dass man, wenn die Möglichkeiten existieren, das auch wahrnimmt, ich habe keine Frage, aber dass man darauf nicht versteift. Weil das führt eben zu dieser Bedürfnisbefriedigungskreislauf und ja, führt eben dazu, dass das Ego genährt wird und dass man vor viele, viele Probleme, die ich im Kanal ja auch schon immer anspreche, ja, gestellt wird und letztlich kein zufrieden, erfülltes Leben führt. Nehmt die Liebe an, wenn die Liebe da ist in Form einer Person, genießt die Zeit, geht in den Flow, tauscht eure Energien aus. Und wenn die Zeit vorbei ist, lächelt und wartet, bis wieder die Zeit kommt. Aber forciert das nicht. Und von daher macht es natürlich dann auch eben mehr Sinn, dass man die Liebe zu mehreren Personen, die jeder in sich trägt, wie ich ja vorhin gesagt habe und wie ihr ja wahrscheinlich auch in eurem Leben schon festgestellt habt, dass man diese Liebe eben auch ja, gewähren lässt. Und nicht sagt, okay, ich liebe jetzt den einen und deswegen darf ich den anderen nicht lieben. Ja. Was man natürlich sagen muss, ist, dass wenn man mit einer Person sehr viel Zeit verbringt, dass die Vertrautheit wächst. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt eine Person, ich spüre eine sehr, sehr starke Energie, eine Liebe für diese Person, starke ja, geistige Verbundenheit, wie man es mal ausdrücken möchte. Dann ist das das eine. Aber mit jemandem sehr, sehr viel geredet zu haben, sehr viel Zeit verbracht zu haben, jemanden gut zu kennen, ist das andere, das ist die Vertrautheit. Und auch das ist wichtig. Das heißt, ich plädiere auch dafür, dass man sich ein soziales Umfeld schafft mit Vertrauten. Natürlich liebt man die wahrscheinlich auch, sonst könnten sie nicht vertraut sein. Zumindest ist das bei mir so. Aber dass das auch natürlich nichts Exklusives ist, dass man Vertraute schafft. Dass man sozusagen die Liebe mit sehr vielen Menschen teilt und dass es einige Menschen gibt, idealerweise im örtlichen Umfeld, die man eben häufiger sieht, mit denen man eine Vertrauensbasis aufbaut. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Element auch in meinem Leben geworden, um zufrieden zu sein. Ein großes soziales Umfeld für Menschen, die ich liebe. Einerseits die Vertrauten, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe. Aber nicht minder qualitativ sind das die Menschen, die ich ein-, zweimal gesehen habe und mit denen ich auch eine Liebe spüre. Und wenn dann die Liebe kommt, wenn die Liebe dann gelebt werden kann, dann ist das doch wunderbar. Ihr kennt alle das Gefühl, wenn ihr, auch wenn das oft nicht die Liebe ist, die ich meine, wenn man in der ersten Instanz mit jemandem zusammenkommt und verliebt ist, die erste Zeit ist so wunderschön. Man genießt sie bewusst, man genießt die einzelnen Momente mit dieser Person viel, viel intensiver, als wenn man schon 10 Jahre oder 15 Jahre, wie ich damals in meiner Beziehung, zusammen ist. Man lebt bewusster. Und das ist noch ein Grund dafür, dass man mehr Menschen hat, die man liebt. Weil man dann jeweils diesen einen Menschen immer sehr groß wertschätzt. Weil man bewusst mit diesem Menschen die Zeit verbringt. Wenn man da nicht einfach gammelnd irgendwo im Internet surft oder sich gemeinsam einen Film anschaut oder sowas. Das kann bewusst auch gut sein. Ne? Man kann auch gemeinsam im Internet oder sich einen Film anschauen. Aber bewusst. Ne? Und nicht einfach die Zeit totschlägt. Ne? Auch wieder ein Punkt dafür, der dafür spricht, sich wirklich ein Netzwerk an Menschen anzulegen, sage ich mal, ein bisschen einfach ausgedrückt, ja, die man liebt. Die man tief liebt. Und dann, ein weiterer Vorteil ist, dass man dadurch natürlich den Menschen auch den Freiraum
gewähren kann, der für Liebe notwendig ist. Denn wenn ich jemanden liebe, bedeutet das, dieser Mensch soll sich entfalten können. Ich möchte, dass dieser Mensch glücklich ist. Egal, was ich dabei fühle, sondern ich möchte, dass der Mensch glücklich ist, dann liebe ich diese Person. Und wenn dieser Mensch glücklich ist, mich nie wiederzusehen, und ich liebe diese Person wirklich, dann möchte ich, dass diese Person mich nie wieder sieht. Versteht ihr? Ja. Viele Menschen sind der Meinung, ja, ich habe keine Zeit für sowas. Ne? So viele Menschen. Boah, ich bin schon mit einem Freund oder mit einer Freundin überfordert und so weiter. Ja, und warum habt ihr denn keine Zeit? Was ist denn so wichtig? Geld, Anerkennung, Erfolg, Beruf, Hobby. Klar, muss ich nicht viel dazu sagen, außer dass diese Dinge alle nicht substanziell sind. Menschen hingegen, die Natur, sie ist substanziell. Wenn ihr euch mit Menschen, mit Bäumen, mit Wiese, mit Steinen intensiv beschäftigt, indem ihr einfach in den Austausch mit den Menschen geht oder mit der Natur, indem ihr sie gewähren lasst, indem ihr sie frei lasst, indem ihr sie achtet, indem ihr sie respektiert, dann lebt ihr und dann seid ihr zufrieden. Dann seid ihr wirklich zufrieden. Das ist, glaube ich, unser aller Ziel, zufrieden zu sein. Und entsprechend lohnt es sich, über die gesellschaftliche Konditionierung, also über diesen Erfolg und dieses Geldstreben, mal hinauszugehen, das einfach mal zu testen, sich dafür Zeit zu nehmen, für den Aufbau auch eines Netzwerkes, eines sozialen Netzwerkes, für den Aufbau von Menschen, die man liebt. Dazu muss man natürlich sich Zeit nehmen, aber ich denke, das lohnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Thank you.